ich möchte euch heute meinen Schminkkoffer zeigen. Und zwar der, der immer im Bad steht. Den erneuere ich immer wieder und ich zeige euch, was aktuell in ihm drin ist. Als erstes habe ich hier eine Palette von Essence. Und zwar ist das die Helle Autumn LE Palette, die hier so eine beige Töne ins grünliche, ins braune gehende hat. Ja, toll, Schatz. Und die benutze ich sehr, sehr gerne. Jetzt gerade im Herbst ist die wirklich optimal. Trage ich auch heute gerade. Ich weiß gar nicht, ob man es so genau erkennen kann. Dann aktuell drin ist von der Augenmanufaktur mein Augenbrauenstift und mein Augenbrauen-Highlighter bzw. Lifter. Beide habe ich recht neu und benutze sie sehr, sehr gerne und liebe sie. Dann habe ich, mir wird gerade alles zugereicht, mein Kiko Blush drin, den ich über alles liebe, ist ein kühles, bläuliches Pink, was ich eigentlich fast täglich trage und das darf natürlich jetzt im Herbst auch nicht fehlen. Dann habe ich hier meine Vichy Idealia BB Cream drin, denn im Winter, beziehungsweise jetzt zu der kälteren Jahreszeit eher, neige ich zu trockener Haut und deshalb muss eine BB Cream wieder her und da habe ich die wieder ausgepackt. Dann habe ich ein P2 Sheer Glam Lipstick drin in der Farbe 089 Love Happens. Ist ein kühles Pink, würde ich sagen. Und trage ich ab und an noch ganz gerne im Herbst, aber es rangiert so langsam in Richtung eher rot und dunkle, beerige Töne. Dann habe ich meinen allseits geliebten Alverde Kajal Eyeliner in der Farbe 07 Pearly White für die untere Wasserlinie, den ich immer dann benutze, wenn ich ein starkes, betontes, dunkles Augen-Make-up trage. Und den kann ich euch nur empfehlen, der ist wirklich super und hält ewig lange. Dann, wie sollte es anders sein, man braucht Concealer und gerade ich brauche Concealer, denn ich benutze ja kaum Make-up und da muss ich eben zu Concealer greifen und der ist echt göttlich. Das ist in der Farbe 20 Ivory und kann ich euch nur weiterempfehlen. Schaut euch den mal näher an. Dann immer mit dabei ein Augenbrauenbürstchen, einen großen Puderpinsel. Meine anderen Pinsel stehen alle im Bad, im Schrank und deshalb dazu ein anderes Video irgendwann. Dann habe ich einen hellen Kiko-Lidschatten, wenn ich mal wirklich ganz basic raus möchte, nur mit ein bisschen Wimperntusche oder so, dann kommt der zum Einsatz. Das ist in der Farbe 130 und ist von Kiko und ist auch schon sehr, sehr gut benutzt. Den euch jetzt zu swatchen würde keinen Sinn machen, denn er ist sehr, sehr hautfarben. Er hat nur im Gegensatz zu meinem Augenlid eine etwas kräftigere Farbe. Dann ein Catrice Velvet Matte Eyeshadow in der Farbe 060 Most Wanted Color. Sie ist ein Traum. Ich liebe sie abgöttisch. So sieht sie aus. Nutze ich jetzt einfach im Herbst sehr, sehr gerne im gesamten Augenbereich. Also ich umrande mein ganzes Auge damit, weil ich eben diese starken Make-ups jetzt im Herbst sehr, sehr liebe. Dann, wenn ich eben wieder Basic raus möchte, dann habe ich hier von Kiko einen Creme-Lidschatten. Ein Creme-Lidschatten in der Farbe 105 Ombretto in Crema Creamy Eyeshadow. Der so aussieht. Also eigentlich macht er nur einen leichten Schimmer aufs Augenlid und darin bin ich ja immer so dann verliebt, wenn es schnell gehen muss und ich eben mal nur dezent rausgehen möchte. Dann ein P2 Lidschatten in High Chrome. Ihr seht schon, Lidschatten sind reichlich drin, denn ich möchte ja auch immer wieder ein bisschen anders aussehen oder gerade farblich zu den Klamotten etwas anders geschminkt sein. Aber es ist alles so in einer Produktfamilie bzw. in einer Farbfamilie ähnlich. Und zwar ist das hier die Farbe 040 Taupe Chrome. Eine super tolle Farbe für blaue Augen. Die Augen poppen richtig raus. So sieht diese hier aus. Sie hat einen lila Einschlag, ist grau, taupe und kann ich euch nur weiterempfehlen, wenn ihr blaue Augen habt. Ich glaube, bei grün könnte sie auch noch recht gut aussehen. Dann habe ich noch zwei Lidschatten. Einmal der Kiko Lidschatten in der Farbe 122, den ich bis vor kurzem noch als Augenbrauenpuder benutzt habe, aber seit ich bei der Augenmanufaktur war, die einfach nur noch zum Intensivieren der Lidfalte und ist ein Träumchen. Ist ein mattes Finish. Ich zeige euch das mal, wenn es geht. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ist ein ganz dezentes Braun, Taupe und als Alltagsfarbe super geeignet.
Und jetzt kommt einer meiner Lieblingslidschatten momentan, und zwar ist das auch ein Kiko. Und ist das auch ein Kiko-Lidschatten in der Farbe 137. Ist ein Weinrot Metallic. Und das jetzt getragen auf dem ganzen Auge ist ein Träumchen. Ja. Sieht so aus. Nein. Okay, jetzt kommen wir zum letzten Lidschatten. Und zwar ist das der Catrice Feather Fall LE, und zwar die Farbe 1002 Plum Plummes. Da, mal einen Schüssel machen. Genau. Und das ist ein wunderschönes schwarz-grün Lila. Was ist das? Sieht so aus. Uiui. Und ist definitiv die intensivste Farbe, aber die ist ein Knaller. Also kann ich euch nur empfehlen, falls ihr sie noch kriegt, aktuell gibt es die bei DM in diesen kleinen Kistchen zum Ausverkauf. Also schaut mal, ob ihr die noch kriegen könnt. So, dann vorhanden sind noch zwei Blushes, und zwar beide es sind noch LEs. Die P2 Summer Attack LE. Ich finde aber allerdings, dass sie bei meiner Haut im Herbst besser passt. Und das ist die Farbe 010 Sunrise Glow. Und die P2 Meet Me Up Venice in 010 Destiny. Und die hat einen goldenen Einschlag, und deswegen finde ich, passt die super in den Herbst. Riese. Dann noch eine BB-Cream, die ich ab und an mit der Vichy mische, weil die eben ein Stückchen dunkler ist, aber eben ein sehr, sehr schönes Finish macht. Dann kann man Schatzi. Dann mein Beauty-Blender, der auch immer mit drin sein muss, um eben verschiedene Produkte auszublenden. Dann, jetzt kommt die Jahreszeit, wo ich wieder Lippenpflege ganz, ganz groß schreibe. Und zwar ist es der Clorox Lip... Der Clorox Lippenpflegestift Instant Lip Light Normal Lip Perfector. Den liebe ich ja immer noch. Das ist eine ganz große Liebe, und der muss jetzt wieder rausgepackt werden. Dann ein Highlighter, der jetzt im Herbst auch nicht fehlen darf, ist der von Alverde, der Rose Tinted Highlighter. Danke, Schatz. Magst du wieder an? Ja. Und den trage ich immer sehr gerne an den höchsten Punkten meiner Wangenknochen auf, ein bisschen am Lippenherz, und damit ist man eigentlich immer ganz gut unterwegs. Dann noch ein Lippenstift, der auch so ins Herbstliche geht, und zwar ist das der von Essence, die 06 Barely There, und das ist eine freundlich rosane Lippenfarbe, die super, super schön ist, natürlich immer noch aussieht und jetzt in den Herbst perfekt reinpasst. Ja, das ist alles in meinem täglichen Schminkköfferchen drin, was ich eigentlich täglich irgendwie mische miteinander, was auch immer im Bad stehen muss. Das wechsle ich alle paar Wochen aus. Und wenn ihr wollt, kann ich euch gerne Updates dazu drehen. Das war es auf jeden Fall erstmal, und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, und wir sehen uns im nächsten Video.